بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Machen wir weiter mit dem Fiqh-Unterricht auf Seite 138. Wir sind noch bei den Sunnen, also den freiwilligen Taten während der Gebetswaschung. Und zwar geht es jetzt weiter, den Bart mit den Fingern durchfahren. Takhlilul Lihya. Ebenso ist das Durchfahren des Bartes beim Waschen des Gesichtes eine Sunna, denn Anas ibn Malik sagte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam beim Wudu eine Handvoll Wasser genommen hat und sie von unterhalb seines Bartes hineinführte und damit seinen Bart durchfuhr, Takhlil. Dann sagte er, so hat es mir mein Herr angeordnet. Subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Sunna, die man machen sollte. Und die geht ja nur, wenn man einen Bart hat. Ne? Das heißt, diejenigen, die keinen Bart haben, können auch diese Sunna nicht machen und bekommen eben diese zusätzliche Belohnung leider nicht. Und das ist dann deswegen auch nochmal ein guter Zeitpunkt, daran zu erinnern, dass es doch angebracht ist. Nicht, weil es gerade Mode ist. Und da muss man auf die Nähe achten. Es gibt Leute, die machen etwas, nur wenn es Mode ist. Und momentan ist es Mode, einen Bart zu haben. Und wer seinen Bart nun lässt, weil es gerade Mode ist, in ist, der bekommt keine Belohnung dafür. Der Allah Azza wa Jalla sagt im heiligen Hadith, wer eine Tat begeht und mir einen anderen dabei beigesellt, den lasse ich und seine Tat. Das heißt, wir dürfen eine Tat nur für Allah machen, nicht für Allah und ist ja auch Mode. Oder andersrum, ist ja Mode und noch für Allah. Sondern die Aufrichtigkeit muss dabei immer vor Augen gehalten werden. Also, Takhlilu al-Lihya. Wenn man das Gesicht wäscht, ohne den Bart zu durchfahren, hat man seine Pflicht gemäß der Ayah erfüllt. Welche Ayah denn? Ja, welche? Genau, also die Ayah, ja, alladhina amanu, idha qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum, bis zum Schluss der Ayah. Also, fortfolgende. Wajh bedeutet auf Arabisch Angesicht. Gemeint ist somit alles, was man vom Gesicht äußerlich sehen kann. Wenn wir davon ausgehen, dass der letzte Hadith authentisch ist, so besteht die Möglichkeit, dass dies nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt. Denn als der Gesandte alaihi salatu wasalam einem Mann den das Gebet beibrachte, sagte er, فَتَوَضَّعْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ. Also dann führe den Wudu so durch, wie Allah ihn dir angeordnet hat. Und wenn dieser Mann den Wudu genauso verrichtet, wie Allah es ihm angeordnet hat, also im Koran, dann wird er das Gesicht äußerlich waschen und nicht auf die Idee kommen, mit den Fingern den Bart durchfahren. Warum? Weil das nicht in der Ayah erwähnt wurde. Pflicht ist beim dichten Bartwuchs nur die obere Schicht zu waschen. Bei kurzem Bart muss das Wasser an die Gesichtshaut gelangen. Das heißt, was nun eine Pflicht ist, ist, wenn man einen dichten Bart hat, also diese Seite, das gehört ja zum Gesicht, ja, zu waschen. Ja. Man muss jetzt nicht an die Haut dieses Wasser ranbekommen, denn wenn der Bart dicht ist, geht es nicht. Wenn man keinen Bart hat oder der Bart nicht dicht ist, dann muss das Wasser natürlich an die Haut kommen. Ja, also nicht, dass jemand sagt, ja, und er hat kein Bart, stelle ich mir mal vor, ich hätte ein Bart, also wasche ich nur diesen Teil, worauf keine Haare sind im Gesicht. Nein, sondern man muss das ganze Gesicht waschen und die Bartträger, inklusive natürlich des Bartes, aber eben von außen, man muss nicht das Wasser reinbringen, wenn es ein dichter Bart ist. Aber die Sunna ist, dass du dann etwas Wasser nimmst und Takhlilul Lihya, also das Bart dann durchfährst mit den Fingern. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, zwischen den Fingern und den Zehen waschen. Der Gesandte alayhi salatu wasalam sagte, وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ, fahre durch deine Finger. Insbesondere durch die Zehen, also Fußzehen, denn die sind dichter beieinander als die Finger an der Hand. Und deswegen muss man darauf achten. Es gibt jetzt keine bestimmte Art und Weise, die belegt wurde in der Sunna, mit welchem Finger mache ich das, mit dem kleinen Finger, mit dem Daumen, mit dem
Zeigefinger mit der rechten Hand, mit der linken Hand. Wichtig ist, dass zwischen den Zehen am Fuß gewaschen wird, dass du deinen Finger, egal welcher Finger das auch sein mag, zwischen den Zehen führst, damit das Wasser auch an die Haut zwischen den Zehen kommt. Und das gleiche natürlich bei den Händen. Hiermit sind sowohl die Handfinger als auch die Fußzehen gemeint. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Zwischenräume zwischen den Fingern zu waschen. Eine davon ist Teschbik. Gemeint ist, die Hände ineinander zu flechten. Das ist Teschbik, ineinander zu flechten. Eine weitere lautet jeweils die Handinnenfläche der einen Hand auf die Handoberfläche der anderen zu legen und dann mit den Fingern der oberen Hand zwischen den Fingern der unteren zu waschen. Das heißt so. Ja, also eine Hand über der anderen. Eine Hand über der anderen und mit den Fingern dann zwischen den Fingern der anderen Hand. Und andersrum. Ja. Und das Spiek war eben, die Finger ineinander zu bringen, der beiden Händen. Gut. Der Teschbik ist bei der Malikiyya aufgrund der folgenden Überlieferung makruh. Und zwar, Abu Huraira berichtete, dass Abu al-Qasim alayhi salatu wassalam, wer ist Abu al-Qasim? Rasul alayhi salatu wassalam, so wurde er genannt, barakallahu fik. Wer den Wudu zu Hause durchführt und dann zur Moschee kommt, befindet sich so lange im Gebet, bis er zurückkehrt. Deshalb soll er nicht Folgendes tun. Und dann machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas und er flocht dabei seine Finger ineinander. Doch dies gilt offensichtlich erst nach Ende des Wudu. Also im Hadith steht ja nicht, dass man das nicht während dem Wudu machen soll, sondern man soll es nicht nach dem Wudu machen, wenn man auf dem Weg ist in die Moschee. Doch dies gilt offensichtlich erst nach Ende des Wudu. Tachlil, also mit der Hand durch die Finger bzw. durch die Zehen bzw. durch den Bart, ist allerdings keine Pflicht, sondern Pflicht ist lediglich, dass das Wasser auch zwischen den Fingern gelangt. Dasselbe gilt auch für die Fußzehen. Es ist also eine Sunna, aber man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man insbesondere zwischen den Füßen mit den Fingern durchfährt, weil wenn kein Wasser zwischen den Fußzehen kommt, wäre der Wudu ungültig. Denn Wudu bedeutet ja, dass das Wasser überall ankommen muss. Gut. Der Beweis dafür, dass Tachlil keine Pflicht ist, ist die Tatsache, dass er in den Hadithen, wie von Abdullah ibn Zayd, bei Bukhari und Muslim, keine Erwähnung findet. Also die Hadith, bei denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder bei denen die Gefährten, die den Wudu vormachten oder erläuterten, wird At-Takhlil nicht erwähnt und daher haben die Ulama daraus geleitet, dass es keine Pflicht ist, sondern eine Sunna. Sollte man jedoch wenig Wasser haben, muss man darauf achten, dass das Wasser überall hingelangt. Die nächste Sunna ist mit rechts beginnen. Eine weitere Sunna ist es, beim Waschen der Hände bis zu den Ellbogen und beim Waschen der Füße mit rechts zu beginnen. Die Ohren allerdings streicht man gleichzeitig mit der entsprechenden Hand. Dasselbe gilt für den Mesh über die Socken, dass man das gleichzeitig macht. Strümpfe und Schuhe. Im Hadith von Al-Mughira ibn Shu'bah, radiallahu anhu und anderen heißt es, فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. Dann wusch er sich zum Gebet und strich über seine beiden Ledersocken. Diese Überlieferungen weisen darauf hin, dass er beide Socken gleichzeitig benetzte. Das heißt, wenn ich Mesh über die Socken mache, also das Streichen über die Socken, dann ist es Sunna, gleichzeitig zu machen. Das ist die Sunna. Es wäre jetzt nicht haram, wenn ich zuerst rechts oder dann links mache. Aber die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, gleichzeitig die Socken zu streichen. Wenn man aber sein Gesicht wäscht und zuerst mit der rechten Hälfte beginnt, ist das übertrieben. Also beim Gesicht gibt es nicht zuerst rechts und dann links, sondern das rechts und links ist bei den Händen, ist bei den Armen, ist bei den Füßen, ja, beim Gesicht, beim Kopf, Ohren,
dann wird das gleichzeitig gemacht. Du machst nicht erstmal die rechte Hälfte und dann die linke Hälfte, sondern du machst beides über dem Kopf. Für das Streichen der Ohren neues Wasser schöpfen. Aufgrund der folgenden Überlieferung sind manche Gelehrte der Ansicht, dass man für die Ohren kein neues Wasser schöpft. Und das ist die Ansicht von Ibn Uthaymin, rahimahullah, dass man kein neues Wasser nimmt, sondern wenn ich meinen Kopf, also die Haare, über die Haare gestrichen habe, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, dann gehe ich sofort in die Ohren, ohne neues Wasser zu nehmen. Ja? Warum? Was ist der Beleg dafür? Der Beleg dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Al-udunani min ar-ra's. Die beiden Ohren gehören zum Kopf. Und wenn sie zum Kopf gehören, wäschst du sie mit dem Wasser, mit dem du deinen Kopf wäschst. Also kein neues Wasser. Das heißt, wenn man seine Hände zum Streichen über den Kopf genässt hat, schöpft man nicht noch einmal extra für die Ohren neues Wasser, sondern es reicht, wenn man direkt nach dem Kopf über die Ohren streicht. Diejenigen Gelehrten, die der Ansicht sind, dass es Mustahab ist, was war denn Mustahab? Und was ist die Folge von Mustahab? Genau. Wenn man Mustahab ausführt, wird man belohnt, wenn man es unterlässt, wird man nicht bestraft. Diejenigen Gelehrten, die der Ansicht sind, dass es Mustahab ist, für die Ohren neues Wasser zu schöpfen, stützen sich auf die folgende Überlieferung: فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. Dann nahm er für seine beiden Ohren neues Wasser und nicht das Wasser, das er für seinen Kopf genommen hat. Somit, nach diesem Hadith, ist es Mustahab, für die Ohren neues Wasser zu nehmen. Streicht man allerdings mit den noch feuchten Händen, nachdem man über den Kopf gestrichen hat, über die Ohren, ist dies auch in Ordnung. Dieser Hadith, die Gelehrten, die sagen, man nimmt kein neues Wasser, sehen ihn nicht als authentisch an. Und deswegen sagen sie, der authentische Hadith ist Al-Udhunani min ar-Ras. Ja? Also die Ohren gehören zum Kopf. Und dieser Hadith, dass er neues Wasser genommen hat, ist nicht so authentisch. Und deswegen sagte ich, wie Ibn Uthaymin rahimahullah sagte, ist die richtige Ansicht, kein neues Wasser zu benutzen, sondern das Wasser, womit man die Haare über die Haare gestrichen hat, das benutzt man dann, also ohne neu die Haare zu benässen, um die Ohren zu waschen. Die nächste Sunna, das dreimalige Waschen, also das Wiederholen von dreimal. Das ist natürlich nur dann Sunna, wenn beim ersten Mal dieser Körperteil gewaschen wurde. Wenn ich mein Gesicht das erste Mal gewaschen habe, aber es gibt Teile meines Gesichts, an dem das Wasser nicht angekommen ist, dann muss ich noch einmal. Ja, das heißt, ich muss innerhalb von drei Malen mein Gesicht gewaschen haben. Es darf nicht dazu kommen, dass ich ein viertes Mal brauche. Ja, also man muss innerhalb von drei Malen das Gesicht gewaschen haben. Aber stellen wir uns vor, ich habe schon bei einem Mal mein Gesicht gewaschen oder meinen Mund gewaschen oder irgendetwas anderes. Muss ich es jetzt doch das zweite Mal und das dritte Mal machen? Nein. Wenn das erste Mal ausgereicht hat, brauche ich es nicht, das zweite und dritte Mal zu machen. Dann wird das zweite und dritte Mal Sunna. Eine weitere Sunna ist es, sein Gesicht, die Hände und die Füße dreimal zu waschen. Natürlich Kopf nicht, denn es ist ja nur einmal vorne nach hinten, dann wieder hinten nach vorne und die Ohren auch nur einmal. An Ibn Umar qala tawadda an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan marra. ثم قال هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. Ibn Umar sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs wusch jede Stelle einmal, dann sagte er: Das ist ein Wudu, ohne den Allah das Gebet nicht annimmt. Also das ist Minimum. Danach wusch er die jede Stelle zweimal und sagte dann: Wenn man den Wudu so durchführt, wird Allah einem die Belohnung verdoppeln.
Hiernach wusch er jede Stelle dreimal und sagte anschließend, das ist meine Art, Wudu zu machen, zu verrichten und die Art der gesandten Form. Daraus lernen wir, dass natürlich das Beste dreimal wäre, aber einmal würde ausreichen, wenn das Wasser überall angekommen ist, wo es ankommen muss. Aus diesem Hadith geht deutlich hervor, dass es Sunna ist, seine Körperteile bis zu dreimal zu waschen. Mehr als dreimal ist übertrieben, also Bid'ah, also ist nicht erlaubt. Das dreimalige Waschen gilt nicht für das Streichen über den Kopf, weil man den Kopf bekannterweise nicht wäscht, sondern nur darüber streicht. Wenn man zu wenig Wasser oder zu kaltes Wasser hat, so ist es ebenfalls eine Barmherzigkeit Allahs, subhanahu wa ta'ala, sich nur einmal waschen zu müssen. Allerdings sollte der Muslim sich daran gewöhnen, die Körperteile immer dreimal zu waschen. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma salla rak'atayn yuqbilu 'alayhima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahu al-jannah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand Wudu auf die beste Art und Weise verrichtet, dann zwei Raka'at betet, in denen er sich mit Herz und Seele hingibt, so wird das Paradies für ihn bindend. Der Beweis dafür, dass es ausreichend ist, jedes Körperteil nur einmal zu waschen, ist die Ayah. Also, o ihr, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Wenn man sich also einmal gewaschen hat, nach dieser Ayah, ist es ausreichend. Ansonsten, wenn zweimal und dreimal Pflicht wären, hätte Allah Azza wa Jal es in dieser Ayah erwähnt. Wenn man sich also einmal gewaschen hat, hat man die Ayah umgesetzt und seine Pflicht somit erledigt. Man darf seine Körperteile nicht viermal waschen. Deshalb stellt sich die Frage, ob, wenn man nach Eintritt einer Gebetszeit immer noch Wudu hat, den Wudu trotzdem noch einmal durchführen darf, denn in diesem Fall hätte man bestimmte Körperteile mindestens viermal gewaschen. Dies ist die Ansicht derjenigen, die einen Wudu nicht erlauben, wenn man bereits den Wudu verrichtet hat und dabei seine Körperteile dreimal gewaschen hat. Sie sagen, dass man den Wudu zwischenzeitig verloren haben muss. Richtig allerdings ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es auch getan hat, dass er den Wudu zu jedem Gebet erneuert hat. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mein Wudu ist wie viel Mal? Dreimal. Und er hat ihn wiederholt, also können wir ihn auch wiederholen, das ist sogar die Sunna. Richtiger ist allerdings, dass man den Wudu erneuern darf, selbst wenn man noch Wudu hat, denn beim ersten Mal hat man sich einmal über den Kopf gestrichen und wenn man sich auch beim zweiten Mal nur einmal wäscht, so hat man sich ein zweites Mal über den Kopf gestrichen. Das heißt, diejenigen jetzt, die sagen, ja, du darfst nur dann den Wudu wiederholen, wenn du noch Wudu hast, wenn du einmal alles gewaschen hast oder zweimal alles gewaschen hast, damit du nicht viermal alles gewaschen hast. Ist das klar oder nicht? So, denen sagen wir jetzt, ja, aber Sekunde mal, wie oft streicht ihr denn über den Kopf? Einmal und nicht zweimal. Das heißt, wenn ihr es erlaubt, dass der Mensch, der einmal den Mund gewaschen hat, einmal das Gesicht gewaschen hat, wenn er ihm erlaubt, noch einmal Wudu zu machen, dann wäscht er ja seinen Kopf nochmal oder nicht? Oder wäscht er nur sein Gesicht und seinen Mund und Kopf nicht? Da habt ihr ja zweimal, also mehr als erlaubt. Also seid ihr widersprüchlich in eurer Argumentationsweise. Wenn also zwischen dem ersten und dem zweiten Wudu genug Zeit verstrichen ist, ist ein zweiter vollkommener Wudu erlaubt, selbst wenn man noch einen gültigen Wudu hat. Der Beweis dafür ist, عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. جابر بن سمرة berichtete, dass ein Mann den Gesandten Allahs عليه الصلاة والسلام fragte, soll ich den Wudu vollziehen, wenn ich Schafsfleisch gegessen habe? Er sagte, wenn du willst, dann vollziehe den Wudu und wenn du willst, dann nicht. Der Gesandte والسلام, hat hier eindeutig erlaubt, dass man den Wudu erneut vollzieht. Das heißt, egal ob du Wudu hast oder nicht. Seine Antwort kann sich nur auf die Situation beziehen, dass man vorher bereits Wudu hat. Weil wenn er kein Wudu hätte, hätte er ihm gesagt, natürlich musst du noch einmal Wudu machen. Denn sonst hätte er den Fragenden nicht vor die Wahl gestellt. Dabei bitte müssen wir eine Angelegenheit erwähnen, und das
dass die Sunna ist, die Sunna zu machen. Das heißt, ab und zu mal, wenn es ausreicht, wie gesagt, wenn bei einem Mal du Al-Wudu auch vollständig gemacht hast, dann ist es Sunna, dass du manchmal einmal wäschst, in einem Wudu, in einem anderen Wudu zweimal wäschst, in einem anderen Wudu dreimal wäschst. Man sollte natürlich meistens dreimal waschen. Aber die Belebung der Sunna, die immer wieder Umsetzung der verschiedenen Arten der Sunna, ist auch eine Sunna. Und deswegen sollte man, solange es die Sunna ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es erlaubt hat, auch es so mal machen und so mal machen, wie Sheikh Ibn Baz und Ibn Uthaymeen auch erwähnt haben in ihren Fiqh-Büchern. Dann kommen wir zu dem Unterschied zwischen einem vollkommenen und einem ausreichenden Wudu. Erstens ein gerade ausreichender Wudu. Einen ausreichenden Wudu durchzuführen bedeutet nur, die Schart- und Rückenhandlungen zu berücksichtigen. Was war Schart? Ist Schart nicht Pflicht? Ist auch bindend. Was ist der Unterschied zwischen Schart und Rücken? Schart ist Bedingung, Rücken ist Säule. Was ist der Unterschied? Wichtiger. Also, wenn ich einen Rücken unterlasse, ist mein Wudu ungültig. Wenn ich einen Schart unterlasse, ist mein Wudu ungültig. Das sind beides. Der zweite Teil ist richtig. Also Rücken ist Eigenschaft von einer Ibadah, also Bestandteil einer Ibadah. Und Schart ist es Bestandteil der Ibadah? An sich oder nicht? Nein, die Ibadah setzt sich nicht aus dem Schart zusammen. Ein Schart, die Voraussetzung für... Zum Beispiel. Ist Adhan jetzt ein Bestandteil des Gebets? Adhan kommt vor dem Gebet. Das heißt, die Bedingungen sind Sachen, die vor dem Gottesdienst, vor der Ibadah kommen. Wie Adhan beim Gebet, die Gebetsrichtung. Das heißt, wenn ich Adhan mache, habe ich schon angefangen zu beten? Nein, noch nicht. Die Pflichten sind die Bestandteile der Ibadah an sich, wie Rukur, Sujud und so weiter im Gebet. So, jetzt heißt es hier, wer die Shurut einhält, die Bedingungen einhält, was waren die Bedingungen von Wudu? Ja? Tahurwasser? Was war denn bitte schön Tahurwasser? Reinigendes Wasser, also Tahurwasser, ja? Die Nähe, ja? Der Islam, ja? Bei Verstand ist? Genau, dass man nicht in der Janaba-Zustand ist, ja? Wobei, also das... Man macht ja dann Wudu, also Ghusl und danach Wudu, ja? Das war Ikhlas. Gibt's noch? Zu beseitigen, was das Wasser verhindert, an die Haut zu kommen, ja? Genau, also, genau. Das war's dann. Pubertät ist auch eine Voraussetzung. Gut, das sind die Voraussetzungen des Wudu. Wer diese Voraussetzung einhält und dann die Säulen, was waren jetzt die Säulen des Wudu? Ja? Gesicht waschen? Hände waschen? Also Arme meinst du? Füße waschen? Kopf streichen? Sonst noch was? Sonst noch eine Säule? Sunna, ist eine Sunna. Das heißt, nach deiner Ansicht kann ich jetzt anfangen, meine Füße zu waschen und danach wasche ich mein Gesicht. Die Reihenfolge ist auch eine Säule. Was noch? Nach eurer Ansicht kann ich jetzt die Reihenfolge mal beginnen. Ja, ich wasche mein Gesicht, gehe danach, mache eine Runde in der Stadt, komme wieder zurück. Absicht war eine Voraussetzung? Genau, also, dass der Wudu hintereinander gemacht wird, dass es keine zeitliche, eine Zeitspanne gibt,
sodass ein Körperteil trocknet. So, wenn ich Wudu so gemacht habe, dann ist mein Wudu was? Gültig. Also das ist der gerade der ausreichende Wudu. Diese ergeben sich aus den vorangegangenen Kapiteln. Jeder Muslim sollte bei der minimalen Version des Wudu aufpassen und jedes Körperteil komplett waschen. Das heißt, man muss natürlich darauf achten, dass alles gewaschen wird. Und hier noch einmal die Ansicht von den Gelehrten wie Ibn Baz und Ibn Uthaymin und anderen, dass Mund und Nase natürlich zum Gesicht gehören. Das heißt, das Mundwaschen und Nasewaschen ist auch ein Bestandteil des Wudu, und der Wudu wäre ungültig, wenn man Mund und Nase nicht wäscht. Gut, jeder Muslim sollte bei der minimalen Version des Wudu aufpassen und jedes Körperteil komplett waschen, denn der Prophet ﷺ sah einmal jemanden, der einen kleinen Teil seines Fußes nicht gewaschen hatte, der so klein war wie ein Fingernagel. Daraufhin sagte der Prophet ﷺ: Wailun lil aqabi minan nar, wehe den Fersen vor dem Feuer. Dann die zweite Art, und zwar der vollkommene Wudu. Einen vollkommenen Wudu durchzuführen bedeutet, zusätzlich die Sunna-Handlungen durchzuführen. Nachdem wir nun die Rukun- und Sunna-Teile der Gebetswaschung kennen, stellt sich nun die Frage, wie eine optimale Durchführung des Wudu aussieht. Ein vollständiger Wudu fängt zuerst einmal damit an, dass man die Absicht fasst, diese Ibadah für Allah durchzuführen. Am besten ist dabei, wenn man beabsichtigt, Wudu durchzuführen, ohne dabei den Wudu nur für einen bestimmten Gottesdienst zu beabsichtigen, sondern für allgemein jede Ibadah, für die man Wudu braucht. Man fasst die Absicht kurz vor dem Wudu. Das bedeutet, es ist besser, dass man nicht beabsichtigt, ich will Dhuhr beten, deswegen mache ich Wudu. Denn nach einigen Gelehrten haben wir was gesagt? Wenn ich was anderes beten möchte, oder ich will Tahiyyatul Masjid beten, ich mache Wudu für Tahiyyatul Masjid, kann ich dann nach einigen Gelehrten was anderes beten? Nicht. Aber die richtige Ansicht lautet, man darf natürlich, denn du hast ein Wudu gemacht und damit kannst du dann beten, was du möchtest. Aber damit wir aus dem Meinungsunterschied raus sind, machen wir die Absicht, ich möchte den kleineren Zustand der Unreinheit, wie heißt er auf Arabisch? Hadath Asrar, diesen möchte ich aufheben. Okay? So, wie mache ich das, die Absicht fassen? Muss ich da jetzt stehen und sagen, oh Allah, hiermit beabsichtige ich, den Wudu in bester Art und Weise durchzuführen. Ist das die Absicht? Die Absicht ist im Herzen. Das heißt, das ist der Grund, warum stehst du jetzt vor dem Wasserhahn, um zu trinken? Nein, du willst dich reinigen. Das ist die Absicht für Wudu. Gut. Dann sagt man Bismillah. Und Bismillah, wie gesagt, die richtige Ansicht ist nach den Gelehrten, dass man sie, dass es keine Pflicht ist, aber dass man es sagen sollte. Ja? Und wenn man sie vergisst, ist es nicht schlimm. Wenn man es absichtlich nicht sagt, dann hat man ein Problem, denn vielleicht würde die Gebetswaschung dann ungültig sein, wie einige Gelehrte es sagen. Deswegen sollte man auf jeden Fall Bismillah sagen. Nachdem man Bismillah gesagt hat, wäscht man seine Hände dreimal bis zum Handgelenk. Ja, also du wäschst deine Hand bis zum Handgelenk. Natürlich gibt es jetzt einige Leute, die machen den Wasserhahn an, ja, so volle Pulle an, und ganz wenig Wasser nehmen sie dann. Man muss aufpassen, dass man sparsam mit dem Wasser umgeht. Für jedes Glied, das gewaschen werden muss, wird je nach Anzahl der Waschgänge neues Wasser geschöpft, egal ob die Hand noch feucht genug ist vom letzten Waschgang oder nicht. Ja? Außer bei was? Außer bei den Ohren. Ja? Da brauche ich kein neues Wasser zu benutzen. Aber ansonsten muss ich immer neues Wasser benutzen. Danach nimmt man dreimal Wasser in den Mund. Und hier bitte, barakallahu fikum, bei Wudu. Ja, also wirklich so, dass auch bis zum Handgelenk die ganze Hand gewaschen wird. Ja, es gibt einige, die machen dann nur so, also nur die Innenseite reiben sie so, ja,
und dann in den Mund. Ja, was ist mit der Rückseite der Hand? Muss schon aufpassen, dass wirklich die ganze Hand und zwischen den Fingern auch das Wasser gelangt, ja, bis zum Handgelenk. Und da muss man auch aufpassen. Einige haben dann so diese Pullover, die ganz eng sind, ja, die man ausschneiden muss, damit man etwas hoch macht, ja, so eng wie sie sind. Ja. Da muss man schon aufpassen, wenn ich so ein Pullover oder ich weiß ja nicht, wie die Dinger da heißen, anziehe, das so eng ist, wie soll ich jetzt Wudu machen? Wie soll das gehen? Ich muss bis zum Handgelenk, da muss schon mein Handgelenk irgendwie frei machen, ja, sodass das Wasser auch an mein Handgelenk angelangt. So, danach nimmt man dreimal Wasser in den Mund und dann in die Nase zugleich. Dies kann mit der rechten Hand geschehen, wie im Hadith von Uthman. Und spült Mund und Nase aus. Also, ich sagte mal, wir nehmen Wasser rein in den Mund ein bisschen und den Rest in die Nase reinziehen und dann mit der linken Hand, also zuerst mal den Mund ausspülen, also das Wasser rausnehmen aus dem Mund und dann mit der linken Hand die Nase reinigen. Ja? Und das mache ich dann das zweite Mal und dann das dritte Mal. Oder die andere Version war was? Bitte? Nein, die andere Version war, dass ich dreimal Mund mache. Also erstmal Mund dreimal, ja, und dann Nase dreimal. Ja, beides ist Sunna. Gut, dann geht es weiter. Man nimmt nicht getrennt dreimal für den Mund und dreimal für die Nase Wasser. Das ist eine Ansicht. Das Wasser im Mund bewegt man hin und her, also Madmada. In Bezug auf die Nase spült man das eingezogene Wasser wieder aus und das nennt man Istinthar. Wenn man künstliche Zähne hat oder einen Ring trägt, muss man diese nicht entfernen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Ring getragen und es wurde nicht überliefert, dass er den Ring abgenommen oder bewegt hat oder etwas dergleichen. Aber wenn man den Ring bewegt, sodass darunter Wasser gelangt, so ist es, so Allah will, eine gute Sache. Ja, also wenn man Ring hat, besonders wenn diese Ringe fest sind, ja, da sollte man schon versuchen, dass das Wasser auch dort ankommt. Danach wäscht man das Gesicht dreimal und wir haben gesagt, Gesicht ist da, wo der Haaransatz ist, wo der übliche Haaransatz ist, bis zum Kinn, ja, und von Ohrläppchen zu Ohrläppchen. Ja. Und ich sagte schon einmal, darauf müssen wir achten, dass bei den Menschen, die Bart haben, auch hier diese Fläche, die zwischen dem Bart und dem Ohr ist, auch gewaschen wird. Das gehört auch zum Gesicht. Und genauso wie bei den Schwestern, wenn sie ein Hijab haben, ja, dann müssen die schon darauf achten, dass das ganze Gesicht bei ihnen gewaschen wird. Nicht, dass man nur bei einem Hijab, der ein bisschen enger ist und das Gesicht umfasst, dass man dann einige Stellen vom Gesicht nicht wäscht. Ja? Das wäre nicht gültig. Genau. Hat man einen dichten Bart, geht man mit dem Finger hindurch. Ja? Man nimmt noch einmal Wasser rein und mit dem Finger hindurch. Wenn man keinen dichten Bart hat und die Haut dahinter sehen kann, in den Fiqh-Büchern wird gar nicht erst erwähnt, wenn man keinen Bart hat. Es wird nur erwähnt, hat man dichter Bart oder hat man keinen dichten Bart. Keinen Bart gibt es nicht. Jedenfalls in den Fiqh-Büchern nicht. Wenn man keinen dichten Bart hat und die Haut dahinter sehen kann, dann wäscht man ihn zusammen mit der Gesichtshaut. Da braucht man nicht nochmal Wasser zu nehmen. Nach dem Waschen des Gesichtes wäscht man seine Hände bis zu den Ellbogen. Und hier das gleiche Problem. Ja, es gibt Leute, die haben diese engen Pullis, ja, und so, egal wie hoch man sie zieht, ja, gerade noch so hier, aber die Ellbogen sind immer noch bedeckt. Wie will denn der Wudu machen? Ja? Also ein Muslim muss schon gucken, wenn er seine Kleidung kauft, dass die auch Wudu-tauglich sind. Ja? Also nicht, dass man zu enge Sachen hat, sodass man dann kein Wudu machen kann. Wenn man dann wo waren das? Nach dem Waschen des Gesichts wäscht man seine Hände bis zu den Ellbogen. Man wäscht die komplette Hand bis inklusive der Ellbogen dreimal. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Also nicht, dass jemand sagt, ich habe ja meine Hand schon gewaschen, also fange ich jetzt vom Handgelenk an. Nee, du fängst von den Fingern wieder an bis zu den Ellbogen. Ja? Und gehst und streichst darüber. Ja? Delk, also das Streichen darüber. Ja?
Und hier bitte auch darauf achten, beide Seiten des Armes, ja, also nicht nur Oberseite oder Unterseite oder Oberhand oder die Rückseite der Hand, sondern der ganze Arm bis einschließlich der Ellbogen muss gewaschen werden, sodass man das Hemd oder was man auch hat, wirklich hochziehen sollte. Und man sollte etwas übertreiben, ja, nicht bis zur Schulter, aber man sollte schon etwas mehr machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Dann nimmt man Wasser in die Hände, ja, ich nehme Wasser in die Hände, lässt es tropfen und streicht einmal über den Kopf, ja, also dann nehme ich einmal über den Kopf nach hinten und dann wieder nach vorne und wasche meine Ohren, ja, mit dem Zeigefinger rein in diese Rillen, wie nennt man die denn eigentlich? Auf jeden Fall in diese, ja, die Ohrmuschel hier drinnen, schön, und mit dem Daumen die Rückseite des Ohres, ja, also mit dem Daumen hier die Rückseite des Ohres waschen. Und ich sagte, dass man hier dabei kein neues Wasser braucht, wie es Ibn Uthaymin sagte, rahimahullah ta'ala. Ja. Hier steht etwas Wichtiges. Weder benetzt man den Nacken, noch wäscht man ihn. Es gibt einige in der hanafitischen Rechtsschule, sagt man, dass man dann hier dieses, die Hände wieder benetzt und dann je nachdem wie viele Finger und hier so macht am Nacken. Dafür gibt es kein Beleg. Also es wurde nie überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, auch von keinem Sahab. Es gibt einen Hadith, aber der nicht authentisch ist. Deswegen ist das bei den Hanafiten so, dass sie sagen, man soll es machen, aber der Hadith ist nicht authentisch. Und deswegen ist die richtige Ansicht die Ansicht der anderen Rechtsschulen, dass man es nicht macht. Nachdem man am Nacken angelangt ist, streicht man zurück bis zum Haaransatz, wie ich schon gezeigt habe. Danach, ohne Wasser neu zu schöpfen, benetzt man gleichzeitig beide Ohren. Mit den Zeigefingern macht man Mesh im Innenohr und mit dem Daumenspitzen am Außenohr. Als letztes wäscht man dreimal seine Füße bis inklusive der Fußknöchel. Hiermit ist der Wudu beendet. Stellen wir uns vor, das wäre ein Fuß. Dann nimmt man, welchen Finger du auch möchtest. Einige sagen, man nimmt die linke Hand und den linken Zeigefinger, weil das linke ist. Ja? Linker geht's nicht. Am linksten. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da gibt es keinen Beleg dafür. Ja? Egal wie, ob mit Zeigefinger, Daumenfinger, ob du das so machst oder so machst, die Techniken sind da unterschiedlich. Wichtig ist, dass zwischen den Zehen, Fußzehen, gewaschen wird. So, man wäscht, sagen wir mal so, ja, den Fuß, also ich mache es gerade mit dem Daumen, zwischen den Fußzehen. Und natürlich geht man auch runter, ja, ist das die Ferse oder was? Ja, und das soll die Ferse darstellen. Und man wäscht es hier und Waylun lil a'qabi minan nar, das heißt hier, wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer, denn viele machen so Wudu. Sie holen Wasser, hier, schön oben alles, ja, und an der Ferse nichts. Ja, da muss man schon, ob du jetzt dein am Waschbecken deinen Fuß so hast, du musst schon deinen Fuß hochheben und unten auch waschen. Ja? Bis zu dem Fußknöchel. Rechts und links. Wenn man sich nun gereinigt hat, äußerlich vom Schmutz und innerlich von den Sünden, ist es angebracht, sein Herz zu reinigen, indem man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Er ist ein einziger und hat keine Teilhaber. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und dann gibt es noch Adhkar, wie zum Beispiel der hier erwähnte. Uqba ibn Amir sagte, zur Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam haben wir uns selbst geholfen und wechselten uns beim Hüten der Kamele ab. So war eines Tages ich an der Reihe, die Kamele zu hüten. Am Ende des Tages habe ich die Kamele zu ihrer Unterkunft zurückgebracht. Als ich kam, sah ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er vor den Menschen eine Rede hielt. Dann hörte ich ihn Folgendes sagen.
Jeder von euch, der seinen Wudu auf beste Art und Weise verrichtet und danach zwei Rak'a betet und bei diesem Gebet sich konzentriert und versucht, darauf dauerhaft demütig zu sein, für den wird das Paradies bindend. Dann sagte ich, nicht schlecht. Darauf sagt ein Mann vor mir, Uqba, was er vorher gesagt hatte, ist noch besser. Dann sah ich, wer vor mir war, und es war Umar ibn al-Khattab. Ich sagte, Abu Hafs, also Umar, was ist es? Er sagte, bevor du gekommen bist, hatte er gesagt, jeder von euch, der den Wudu auf die beste Art und Weise verrichtet und anschließend sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, er ist Einziger und hat keine Teilhaber, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Diener und Gesandte Allahs ist, dem werden die 8 Tore des Paradieses geöffnet. Er kann sich aussuchen, durch welches er eintreten möchte. Und das ist gewaltig, durch so eine kleine Tat so viele Belohnungen zu bekommen. Manche Gelehrte sagen, dass man diesen Dhikr auch nach dem Tayammum und nach jedem Ghusl sagt, denn Tayammum tritt ja an die Stelle des Wudu. Es ist aber besser, diesen Dhikr nur nach dem Wudu zu sprechen, denn es ist nur so überliefert worden. Dann geht es das nächste Mal inshallah weiter. Wer ein unvollständiges Gliedmaß hat, wie er dann seinen Wudu verrichtet, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, Wissen in der Religion uns anzueignen und gemäß dem Wissen auch zu handeln. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.